Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft und ja, wir sind wieder back zu der zweiten Aufnahme. Da ist wieder ein Creeper explodiert. Ja, ich gehe hier mal Dirt Farm auf die sparsamere Weise. Ja, da musst du die ganzen Löcher noch flicken, das weißt du. Noch vom letzten Mal so. Das sind glaube ich 7 Löcher oder so. Könnten hinkommen. So, im Haus ist nichts. Oh Gott. Ah, mein ganzes Inventar ist voll mit Zeug. Das und... den Bogen. Hä, wo ich den Sand? Oh, es wird langsam. Oder Tag. Ah, oh Gott! Was? Nichts. Ich bin hier wieder am Fixen, sag ich mal so. Nein, ich nehme keine Drohung. Oh, das zieht rein, das Zeug. Ah, Gott, ich hab kein Erde mehr. Ich bin mal oben wieder in meinem kleinen Märchengarten. Ja, da baust du jetzt alles auf rosa Wolle und so. Und dann färbe ich lauter Schafe pink, na, das ist alles. Also, ich wollte doch irgendwas aus Weizenwolle bauen. Aber das sind alle Schafe pink. Warum? Ich weiß nicht, wie man sie schon färbt. Mit Knochenmehl. Wie bekommt man das? Das ist total dämlich und dann so. Kann ich einen Stick mit Creep, mit Gunpowder vermischen oder? Ja, dann bekomme ich nämlich eine Gunpowder-Spitzhacke. Wow. Bam. Die macht dann bei jedem Schlag. Boom. 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 Booms, die Booms, Booms, Booms. Gut, das klang jetzt falsch. Ah. Hunger, Hunger, Hunger. Ich brauch mehr. Ich brauch ne Axt, oder? Weil da drüben ist schon was drin. Gott, da hab ich mit Sand drin. Soll ich mal da raus tun? So, Sand da rein. Und wir haben noch 14 Erde. Ey, wir haben schon 14 Gunpowder. Raus. Es geht ab. Ich glaube, ich mach nachher eine Dingsfarm, eine Diamantenfarm. Wie das? Ja, einfach Stufe 16. Ach so. Gott, das ist überall Creeper explodiert. Oh, kennst du das, wenn du so ein Druckgefühl im Ohr hast und dann hörst du dich selbst in so einem scheiß Echo? Was ist der für... Der hat Probleme. Ja, ich hab Probleme. Mein Knick tut weh. Ich hätte mir vorhin nicht rausreißen lassen sollen. Hä, da hinten ist ein Schwimmer. Oh mein Gott, Schafe. Da hinten ist ein Schwimmer. Oh mein Gott. Schafe. Oh mein Gott. Ein Kuchen. Wir werden alle sterben. Oh mein Gott, ein Kuchen. So voll, oh mein Gott, Kuchen. Es ist mein stärkster Feind. Überhaupt. Nein! Und ich habe jetzt in den letzten Videos, habe ich mir angeguckt und schon gerendert und so. Und du hast so einen komischen Weg hier. Ah nee, machen doch nicht hier rum, machen hier so rum. Und dann mach rechts so normales Holz.
und dann darauf Zäune. Das ist wie so ein Weg hier runter geht. Da wo ich stehe, also in meine Richtung hier so runter. Und dann da rechts normales Holz, so ganz normales, und da drauf dann Zäune. Ich könnte mir das überlegen, vielleicht tue ich es. Tun wir es. Ja, ich weiß. Moment, Ich mache jetzt hier erstmal Zäune und baue dann hier ein Gehege. Aha, für Viecher oder was? Für meine vielen bunten Schmetterlinge. Für was, für Viecher? Ja. Ja, ganz viele Viecher. Nee, war es von deiner Mutter, die Spider. Warum? Sie ist böse. Ich brenn schon mal mehr Fleisch und ich gehe jetzt die Schafe mit einer Schere verkloppen. Bam, 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 bam. Oh Gott. Obwohl, nee, ich mache ja eher ein Weizenfeld. Ich kaufe mir demnächst eine neue Grafikkarte. Dann kann ich Battlefield 3 aufnehmen. Echt? Oh mein Gott, eine Kuh. Sie ist schwarz und hat weiße Flecken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so unnatürlich. Ich glaube, es sollte lila machen mit schwarz. Wie macht man nochmal Zauntore? Oh Gott, ganz Zauntore. Dann machst rechts in der Zweierlage rechts Sticks und in der Mitte bearbeitetes Holz. Hi, Squid. Hä? Gott. Du machst zwei Lagen, sag ich mal zwei Lagen. So, also, normales Holz. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich glaub, ja, find's einfach raus. Das Schaf hat mir Eisen gezeigt. Was? Es ist ein Superschaf. It's like Superman. Jetzt geh vom Eingang weg und lass mich durch. Gut, ich hab genug Wolle. Für Betten und so ein Kack. So, und gucken, ob da hinten irgendwas ist. Aber das sieht lustig aus hier. Gott, geht das hier hoch? Fuck, Alter. Das sieht ja mal geil aus. Also hier sind locker 20 Schafe. Na, 10. 24 ist übertrieben. Mehr Wolle. Mehr. Das ist total verrückt. Mehr. Oh mein Gott, hier fließt ein Wasserfall runter. Das sieht so extrem cool aus. Und total stylisch. Ist das eigentlich eine Insel oder was? Das ist so geil und so. Oh. Bitches. Slipped away. Gott. Soll ich ihn durch? Bisschen Holz noch mehr. Was baust du da eigentlich oben? So ein Tempel. Tempelfarm oder einfach nur? Kann man aus Cleanies und Diamanten Diamantohr machen? Hä? Was bringt das einem? Nicht so. Keine Ahnung, nö, kann man nicht, glaube ich. Doch, spielst du. Vergiss, du hast ja noch nicht mal Diamanten. Oh, da hast du dir was gecheatet. Oh, hier geht's runter ganz tief in die Erde. Nein, ich will mal nicht so pervers werden. Noch nicht. Erst wenn ich das Video abgesperrt habe, so für 100 Jahre. Erst wer 100 Jahre ist, darf dieses Video sehen. Und da hinten ist ein komischer Strand. Findest du nicht auch seit dem Adventure Update, also 1.8.1 oder 1.8. Da ist die Weltstrukturierung oder der Weltaufbau voll scheiße geworden. Das sieht Schneebiom, grenzt an Dschungelbiom.
Ach, das finde ich so beschissen, das sieht so kacke aus. Bin ich? Wo bin ich? Ist das das Märchenzauberland? Hurra! Stylisch. Mein Gott, ey, das ähnelt alles dem, was man da gespielt hat mit dem Hardcore. Bloß, dass hier keine Höhle ist, die ich suche. Obwohl wir auch Höhlen brauchen, weil wir kein Eisen mehr haben. Ein bisschen noch. Und ich habe jetzt 6 gefunden. Kommt immer drauf an, aus welchem Standpunkt man das betrachtet. Ey, bei mir, ich habe ein Vogelnest und da sind jetzt so Vogelnester ganz oben auf meinem Zimmerdach, da ist so, da ragt so ein Balken raus und da ist so eine kleine Kuhle drin, das sind die drin, die Vögel. Und jetzt sitzt der komische Vogel die ganze Zeit auf meiner Terrasse. Ja, jetzt wurde Max irgendwann aggro, weil er die ganze Zeit unten so nach.